Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu Champions of Regnum. Wir haben gerade Invasion, aber. Also, wir invasieren Syrtis, aber sie haben den Wahl wieder verloren. Der Stein ist immer noch im Reich, ja. Und die Eisen helfen momentan die Syrten. Deshalb. Ja! Habe ich jetzt die Aufnahme nicht gezeigt. Es war richtig Ding. Also es waren ungefähr 30 Syrten und 10 Alsen gegen 10 Igen. Und ja, ich bin da ein paar Mal gestorben leider und habe es dann aufgegeben, weil ich nicht mehr wiederbelebt wurde, weil es keine... Wir waren 10 Leute und es war ein Beshi dort. Und der Beshi ist immer zuerst gestorben. Es ist wirklich... Man kann... Ja, vor allem ich kann es jetzt halt noch nicht mit meinem Level 47, aber es ist wirklich sehr extrem unfair. Und ja, habe ich jetzt gerne gezeigt. Aber es ist wirklich auch scheiße gewesen, weil Lärm gewesen ist draußen, weil mein Vater mich gestört hat, weil ich selber noch ein bisschen unkonzentriert war, weil ich gerade zurückkehrte vom Training. Und weil ich einfach, ja, Mist erzählt habe. Ja, darum habe ich es eigentlich nicht gezeigt, aber eben das kommt alles noch. Für mich ist halt die Mauer noch zu schwer. Also, auch wenn wir zu Hunderte angreifen, sie greifen eigentlich mich immer sofort zuerst an, weil ich halt der niedriglevelste bin. Und weil ich halt so schöne Flügel habe. Aber macht nichts. Also, dafür gibt es heute eine Levelfolge. Sehr interessant, wirklich. Aber das muss leider auch sein. Dann seht ihr auch ein bisschen mehr vom Leveln, weil ich ja relativ wenig mehr gezeigt hatte. Und ja, der Ork nervt mich. Wieso sind die so aggro? Haben die nichts gelernt? Ja, ich schaff's nicht. Ah, gut. Ja, die Orks sind stark. Mit Orange sind sie schwer. Machen viel Damage. Und ich habe keine Buffs mehr. Ich habe 2 Defensiv-Buffs nicht. Ja, jetzt bin ich so weit eigentlich hier. Bisschen mehr als die Hälfte. Und mit 48 läuft das danach ein bisschen besser mit dem Hammer. Da zeige ich nochmals den Hammer, den schönen, den schnuckligen. Und ja, Dankeschön, dass ihr so viele Kommentare schreibt, auch wenn sie nicht immer so nett sind. Wie gesagt, ich bin ein freier YouTuber, ich bin ein freier Let's Player und ich nehme gerne Kommentare an, ich kommentiere sie auch und es ist mir eigentlich egal, ob sie böse sind oder nett sind oder besserwisserisch oder speziell oder einfach nur Brain AFK. Vor allem, es ist gut, dass ihr Kommentar schreibt, hilft mir weiter und bindet ein bisschen die Community zusammen. Und ja, ich hoffe, ich kann allen helfen, die fragen oder die etwas sagen, weiß ja nicht. Ich kann jetzt keinen Kommentar gerade raus filtern. Es waren viele Dinge, wie zum Beispiel, dass ich den Hexer nicht angreifen sollte, hätte sollen, der am Herbrepfort war, das ist klar. Aber ich bin einer, der nicht verbündet ist mit den Alsen. Ich finde so etwas, ja, wie gesagt, es sind 3 Reiche, die gegeneinander kämpfen. Also wieso kämpft Alsius und Igen zusammen und jetzt beim Reich die Alsen und die Syrten zusammen. Wieso? Und wieso sind eigentlich die Syrten eigentlich immer am Verlieren jetzt plötzlich? Also vor 2 Jahren, als ich ja Syrte war, da hatten wir es leicht, da hatten wir eigentlich jeden Tag ungefähr 3 Portale, also wo wir rein konnten. Und jo. Das ist leider nicht mehr von den Syrten. Ich weiß nicht, wo sie hin sind oder wieso so viele aufgehört haben. Vor allem in Ignis ist es eigentlich recht gut.
einfach sind halt nicht alles die hellsten hier. Aber schaut mal, wir haben 5 Edelsteine, also Reichsjuwel, also ein, ja, Reichsedelsteine und jo. Also, da kommen wir zum nächsten Thema. Ja, ich bin nicht gut in Regnum. Das stimmt, ich bin vor allem nicht erfahren. Aber wer will das schon? Oder wer, sag ich jetzt mal, wer wird das schon gleich am Anfang? Ich habe zwar viele Parts gemacht, aber meistens Parts mit Low-Level-Charakteren oder mit Level 30-Charaktere, mit Level 53-Charaktere, ja. Aber damals haben wir als Alse nichts machen können. Ich konnte da gar nichts lernen. Und ich gehe nicht auf englischsprachige Seiten oder spanischsprachige Seite und lerne dort die Tipps und Tricks oder die Abkürzung oder so auswendig. Das ist ganz klar. Aber ja, ich finde das Spiel gut und ich kann gut lernen und ich habe ja euch. Also ihr helft mir, wenn ihr mir besserwissig alles erklärt. Damit helft ihr mir. Und ich bin, mir ist es egal, ob ich etwas nicht wusste. Damit lernt man ja aus etwas, das man nicht weiß und es dann weiß, lernt man, oder? Und ja. Also, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. So. Aber eben, ich mag Leute, die besserwissig sind, nicht so. Also, Sympathiepunkte bekommt ihr dadurch nicht. Ja. Also. Leider wenig KP wieder. Ja, immerhin sterbe ich beim Level nicht mehr. Damals hatte ich, weil ich so extrem großen Bildschirm habe, also ich habe einen 27-Zoll Bildschirm, das ist für mich schon zu groß. 24, ja 21 ist ungefähr optimal für mich, aber vor allem, ich sehe die Leiste oben links nicht. Wenn ich zum Charakter schaue, dann ist mein Bildschirm, weil ich so nah am Bildschirm bin, weil ich so ein kleines Pult habe, ja, ist die Leiste oben in dieser Zone, wo es schon langsam, ja, ein bisschen verschwommen wird, ja, nicht verschwommen, ein bisschen halt, wo man sich halt nicht hinkonzentriert und deshalb habe ich damals immer Probleme gehabt, aber jetzt schaue ich wenigstens immer wieder oben links, auch wenn es mühsam ist, auch wenn es mir manchmal ein bisschen die Augen, ja, zu Augenschmerzen führt, ja, habe ich schon mich langsam dran gewöhnt und dass ich in Fortschlachten und so noch oft sterbe, das liegt einfach daran, dass ich noch gar keine Defensive habe eigentlich und ich sterbe zu, sage ich jetzt mal, 85% nur von Barbaren, weil die natürlich mehr als 1000 Schaden kloppen an mich, das ist klar, das ist ganz klar. Aber habe ich Angst? Nein, das ist vor allem etwas. Andere Leute haben Angst und leben lieber, bis sie Level 55 sind oder so. Ich habe nicht Angst, weil ich etwas zeigen will. In dem, ja, oder wenn ich es nicht zeigen kann oder ja, wenn ich nicht aufnehme, dann lerne ich darüber. Also, wenn ihr mich tötet, ich lerne davon, also. Also wenn ihr jetzt die Syrten, wenn ihr Syrte seid oder Alse und ihr tötet mich, macht es mich nichts aus. Also ich kann euch gerne ein paar Königreichspunkte, ich sage immer Kriegspunkte wegen den anderen Games. Vor allem, ja, es ist mir egal, ob ich sterbe, sozusagen. Ich bin keiner, der eben, wie gesagt, Ruhm braucht. Ich brauche keine. Ich will nicht unbesiegbar sein. Ich will nicht der Beste sein. Ich will etwas euch zeigen. Ich nehme kein Geld ein von YouTube. Ich muss keine neuesten Games Let's Playen. Ich muss nicht das Game sofort wechseln, wenn keine Aufrufe mehr, also wenig Aufrufe das Game hat oder sonst irgendwas. Ich bin frei und ich richte mich ja an euch. Also. Ja, was ihr wollt und ja, das ist da der Unterschied und wenn ich jetzt mal ein paar Mal sterbe, auch wenn ich selber schuld bin, dann seid bitte nicht wütend auf mich oder sonst irgendwas. Sozusagen, es heitet auch ein bisschen das Let's Play auf, oder?
Ich möchte ja auch ein bisschen Comedy zeigen. Wenn ich ein paar Mal sterbe, dann sterbe ich ein paar Mal. Und wenn ich ein paar Mal überlebe oder gut spiele, dann spiele ich gut und überlebe. Ja. Und es mögen halt manche nicht, dass ich halt so schlecht spiele oder so unerfahren bin. Kann ich auch nichts machen. Ich muss zuerst lernen. Das ist es, oder? Das ist genau der Punkt, den manche Leute hier unter den Videos nicht kennen. Aber die werden auch intelligenter. Jeder Mensch wird intelligenter, wenn er irgendwie etwas erfährt, oder? Oder etwas zurechtgewiesen bekommt oder irgendwas erfährt. Jeder Mensch wird intelligenter. Und darum sage ich auch niemand, er sei dumm. Ich sage eher, er ist Brain AFK. Aber das heißt jetzt nichts Böses. Das heißt einfach, er hat nicht dran gedacht. Oder er hat einfach gar nichts gedacht. Aber vor allem, es gibt keine dummen Menschen auf der Welt. Es gibt nur unerfahrene Menschen. Oder es gibt Leute, die meinen oder wollen, dass sie unerfahren sind, gerade in diesem Moment. Und es gibt erfahrene Menschen, es gibt Leute, die viel wissen und so. Aber es gibt keine dummen Menschen auf der Erde. Dumm ist etwas, das eigentlich eine Lüge. Ja, wie soll ich sagen? Es stimmt halt nicht. Dumm ist etwas anderes. Und ja. Ich bin nicht so gut in Rec Room, dafür bin ich im Sport sehr intelligent, also wieso nicht? Und eben, damit ist es mir eigentlich auch Schnuppe. Ich habe schon viel mehr Sport gemacht, als ich Regnum Let's Played habe. Und deshalb bin ich auch noch ein bisschen unerfahren hier in Regnum. Aber eben, das tut mich jetzt nicht irgendwie deprimieren oder so. Es tut eigentlich mich sogar gut. Es tut mir gut. Wenn ich alles weiß, wenn ich alles genau kenne. Wenn ich keine Fehler mehr machen würde in Regnum, dann würde Regnum extrem langweilig sein. Wenn man keine Herausforderung mehr hat, wenn man, ja, wenn man einfach alles kann, oder? Und deshalb habe ich übrigens auch 6 Jahre Pause gemacht mit Fußball, weil ich halt einfach mich gelangweilt habe. Aber, ja, hätte ich nicht so eine Krankheit gehabt oder habe immer noch eine Krankheit. Ich habe 2 oder 3 Krankheiten, die ihr lieber nicht haben wollt, aber dazu mal anders mal. Vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel würde aufgeben, wenn ich Fußball auswendig könnte oder wenn ich eben nichts erreichen könnte im Fußball, dann würde ich jetzt nicht mehr Fußball spielen. Dann würde ich jetzt etwas anderes machen. Aber ich habe mich wieder zusammengerafft, bin wieder einer der Besten meiner Liga geworden, halt in der minzigen Liga, aber sozusagen, mir macht es dadurch wieder Spaß, dass ich zeigen kann, was in mir ist, also wie gut ich bin. Und das kann ich halt auch hier in Regnum nicht machen, weil ich halt zu den Schlechtesten gehöre, die gerade den Südenwall angegriffen haben und so weiter, aber damit lernt man ja auch, oder? So, du blöde Schmeißfliege. So, also machen wir weiter. Oh, bis noch kurz auf voll heilen. So, also gut. Jo, damit habe ich jetzt das eigentlich mal gesagt. Mal schauen, ob es auch so umgesetzt wird von den Usern. Ihr dürft mir auch gerne helfen, aber ey, mit besserwisserischen Sachen oder blöden Anmerkungen, ja, könnt ihr mich nicht überzeugen. Und allzu nett werde ich auch nicht mehr sein, weil ich habe sehr viele Kommentare auch beantwortet und es überhaupt gelassen. Also, weil ich bin einer, der böse Kommentare löscht, weil sie einfach nicht zur Stimmung gehören. Also sie gehören nicht ins Video. Es sind meistens Anmerkungen, worauf ich verzichten kann. Und da ich eben frei bin und so, ich
tu immerhin nicht bannen. Viele Leute bannen sofort. Zweite Fliege. Bäh, Igitt, bäh. Also es ist schlimm. Jetzt haben wir 5 Tage Regen gehabt. Vorher haben wir 15 Tage Sonne gehabt. Jetzt kommt wieder Hitze. Und das extrem, also bei uns. Und dann kommen wieder die Fliegen, die Zecken, die Stechmücken. Alles kommt auf uns zu. Bumm. Und ja, es ist nicht gut hier in der Schweiz. Also in Baselland. Es ist wirklich, ja, sehr mühsam gerade hier. Weil wir so in einem Tal wohnen. Also ich wohne auf dem Plateau oberhalb des Tals. Aber das macht keinen Unterschied. Vor allem ist es extrem, weil die Mücken nicht weg können. Oder die Fliegen oder die Bienen oder so. Wir haben so viele Bienen. Wir haben so ein Feld, das aus Klatschmohn besteht. Oder weißen... Ja, es sind Klatschmohn und weiße... weißer Klee. Und so gemischt. Und das sind natürlich viele Blumen. Weil ganz viele kleine, eben Kleeblumen. Und diese Klatschmohn überall sind. Und ich habe übrigens gar nicht gewusst, dass es orangen und gelben Mond gibt. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, weil ich jetzt da das erste Mal durchgejoggt bin. Und ja, ist eine schöne Wiese, aber so viele Bienen, Hornissen und Wespen und Hummeln habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Also Regnum würde abstürzen bei so viel. Da würde es auf Server Crash und Error, Fatal Error 404 stehen. Und nochmal seine Fliege. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ah, na, na. Ah, na, na. So. Wir machen aber weiterhin. Zu viel off-topic. Ja, eben. Also, es gibt immer wieder etwas im Leben, wo man überrascht ist. Man gibt es meistens nicht zu. Aber es... Ja. Man lehrt halt immer auch manchmal fatal. Also man lehrt extrem viel manchmal. Und wenn man das nicht macht, dann ist man entweder sehr unbewusst oder hat einfach eben es gar nicht gewusst, also gemerkt. Was ich jetzt schon über ISIS und den Amerikanern, die dort sind, so erfahren habe, ja, das tut es mir schon ein bisschen weh, was die Leute eigentlich denken. Ich habe jetzt nichts gegen die Amerikaner. Ich habe nichts gegen die dort leben. Ich habe nichts gegen die ISIS. Obwohl, schon ein bisschen. Gegen die ISIS habe ich schon ein bisschen. Weil sie einfach meinen, ja, sie seien Mafia. Und tun hier alles kaputt machen. Wie eigentlich die Syrten. Nein. Ja. Die ISIS hat eine Religion. Diese Religion ist eigentlich, ja, wie soll ich sagen, in mehreren Zonen, in mehrere Typen unterteilt. Und eins ist dieses ISIS. Also, die wollen natürlich die anderen religiösen, oder die nicht religiösen, vor allem aus der Welt tilgen. Und ich sage dazu nur, die unreligiösesten sind die ISIS. Weil die sind Minus. Und die Christen, die Moslems, also Islam, die Buddhisten, das sind Gläubige, die an etwas glauben, was ihnen Mut macht, was ihnen gefällt, was ihnen als richtig besteht. Und dann gibt es noch die Ungläubigen. Und die sind für mich, das sind für mich Leute, die einfach ihren Glauben an sich selbst, an die anderen nicht haben. Oder nur auf andere Weise. Oder? Und für mich ist das halt ein bisschen blöde, weil es dann Konflikte gibt, oder? Und was haben jetzt die
Vor allem die Christen haben sehr viel erreicht in diesem Gebiet, oder? Aber ob das gut war immer, ich weiß nicht, ob die Christen selber schuld sind an ihren extrem vielen Toten, aber ich glaube eher, sie haben, ja, sie haben eben ihre eigenen Ansichten und das ist dann nicht immer gut, aber es hat auch sehr gute Sachen bei sich. Ja, und hier in Regnum gibt es drei Reiche und ein Bösewicht. Der Bösewicht habt ihr ein bisschen gesehen von der Hauptquest. Die könnten wir ja dann bald mal ein bisschen weitermachen. Vielleicht im nächsten Part. Und dort, ja. Jetzt wissen wir aber noch nicht, wieso die drei Reiche gegeneinander kämpft. Oder wieso sind übrigens überhaupt drei Reiche geworden? Wieso sind sie gespalten? Sind ja irgendwie Menschen gewesen, die hier hinkamen, die Dunkelelfen trafen, die Esquaidos oder wie die heißen, trafen, die Waldelfen trafen, die Hochelfen trafen, da diese Yetis und alles Mögliche. Und irgendwie kam es ja so zu den Konflikten, vor allem wollte wahrscheinlich jeder ihr Reicher, also ihre Macht haben. Und das führte dann zum Krieg. Und das führt eigentlich auch im Real Life zum Krieg. Und das ist ein bisschen schade. Das ist sehr schade. Aber die Menschen sind genug intelligent, damit sie es verstehen können, wieso sie Krieg machen und wieso sie keinen Krieg machen sollen. Helfen bzw. retten kann man niemand. Weil die Menschen sind einfach zu intelligent, um ihnen irgendwas vorzumachen, irgendwie etwas zu befehlen, was halt an Macht fast nicht Ding anders geht, oder? Die Menschen werden sozusagen blind von der Macht, von den Sachen, die sie wollen unbedingt. Und das führt zu Kriegen, das führt zu Machtgier, das führt alles. Das führt zu diesen Todsünden, die die Christen so ausgedacht haben. Und für mich hat es in der Schule, als ich Religionsunterricht hatte im Katholischen, hat es für mich irgendwann mal aufgehört, an die Christen zu glauben, also ans Christentum zu glauben. Weil es ist halt einfach alles wie ein Spiel, was eigentlich nicht funktioniert. Aber wenn die Leute, die Christen, das wollen, dann dürfen sie. Ich bin jedenfalls nicht ein Christe, ich bin kein Katholik, ich bin, ja, soll ich sagen, ich habe meine eigene Religion. Und also ich glaube an etwas, was andere nicht glauben, finde es auch als nicht richtig, aber es macht mir immerhin Mut. Es tut mich einfach auch ein bisschen ein Ziel setzen und das Wichtigste am Leben ist, dass man ein Ziel hat, dass man etwas hat. Lol. Ich gehe weg. Ich will den nicht angreifen. Tschüss. Schön, dass du mich nicht gesehen hast. Aber scheinbar wollte er mich gar nicht töten. Er wollte es nicht heimzahlen, dass ich mit belagert habe, mit Ignisval eingenommen habe, aber dann wieder verloren habe. Und ja, ich musste immer vom Herb bind, vom ja, vom Ignbind dorthin zur Mauer gehen, weil die Beschis eben nicht on waren. Und das hat sich so extrem gezogen, deshalb habe ich diesen Part eigentlich aufgegeben. Ja, nun gut. Die sind auch noch grün. Irgendwie werden die Gegner einfach gar nicht mehr weiß. Sie werden einfach nicht weiß. So, ich will mal schauen, ob der noch kommt, aber ich denke nicht. Nun gut. Ja.
Es ist gut, also ich finde es immer wieder gut, dass die Leute sich in Ruhe lassen. Weil Leute, die leveln, machen nicht im Krieg mit. Und die sollte man nicht in Ruhe lassen. Dann war ja auch mein Ziel, einen Jäger zu machen, damit ich ein paar Level-Killer killen kann. Und ja, vielleicht mache ich es bald mal noch, aber ja, ich will ja auch etwas anderes sein. Und momentan ist halt der Barbar schon am wichtigsten, deshalb warte ich noch mit dem Zeigen vom Jäger, weil ich auch sehr lange brauche, bis ich den endlich hoch habe. Ich muss zwar nicht so hoch sein, aber es wäre schon gut, wenn ich hoch wäre. Und ja, wenn ich dann ein bisschen berühmter bin, wenn ich dann ein bisschen mehr Kontakt habe, dann kann ich nämlich da auch ein bisschen Informationen sammeln, wo denn Leveler Killer gerade sind und dann sofort handeln und eventuell ein bisschen aufnehmen und ja. Also, nächster Part machen wir bei der Quest weiter. Wir gehen jetzt mal dorthin. Wir müssen nach Altaug, ja. Gut. Ja. Dankeschön, Xeike. Ich habe einfach langsam schon ein bisschen die Söden halt nicht mehr so gerne, weil sie damals mich nicht. Ja, nein, damals waren sie eher so ein bisschen egoistisch und ja, konnte ich ja nicht so gut aufnehmen. Aber das sind die Gegner heutzutage auch. Aber eben seitdem habe ich eigentlich nicht mehr so gute Beziehungen mit Syrtis, außer mit Bridget Jones und dem Green Hell Clan. Aber da, weil dort alles neue sind, wahrscheinlich kennen sie mich auch nicht mehr so gut, dann tue ich es auch nicht mehr so böse, Mann. Und wie gesagt, deshalb finde ich es immer wieder gut, dass die Syrten mich in Ruhe lassen oder mich einfach nicht sehen. Oder? Weil ich bin jetzt am Leveln, ich bin nicht am Töten, ich bin einfach ein ganz netter, neutraler Junge. Ich bin eher neutral noch, aber ich gehöre zu den Eggen, die dürfen mich töten, wieso nicht? Wieso sollten sie mich nicht töten, oder? Ja. Umskillen könnten wir noch. Wir gehen jetzt zur Quest. Und dann gehen wir kurz umskillen zuerst und nehmen die Quest im nächsten Part an. Ich weiß jetzt nicht, wie lange noch die Quests gehen, aber ich denke, es geht noch ein bisschen. Habe ich so das Gefühl. Das sind ja irgendwie Level 33 Quests oder so. Ja. Also gehen wir hinten durch. Hier sind sowieso keine Magneten, weil es so extrem süchtige Magnetensuche gibt. Und ja. Wie gesagt, ich sammle eigentlich keine Magneten mehr, einfach die ich finde gerade. Zum Beispiel hier. Weil ich brauche sie nicht. Die Magnetenwaffen sind nicht mein Ziel, brauche ich nicht. Und sind sowieso zu teuer mit 10 Barren, die ich nie bekommen kann ohne Handeln. Und ja. Deshalb, nun gut. Muss ich die eigentlich auch nicht sammeln? Lasse ich sie lieber liegen, damit jemand anders sie aufsammeln kann. Ja, oder ich sammle sie trotzdem ein und ja, freue mich. Schon ein bisschen. Je nachdem, wie ich gerade Zeit habe oder Bock habe. So. Und gegenseitiges Schenken und Verschenken und so werde ich natürlich auch machen. Ich werde sehr viele Sachen verschenken, die ich farme. Aber natürlich in geordnetem Rahmen und natürlich nur denen, die ich kenne und die auch nett sind. Also, das könnt ihr dann so verstehen, wenn ihr nett zu mir seid oder nett zu den Negen seid oder zu anderen oder so, dann dürft ihr für mich auch Geschenke annehmen. Also. Wieso nicht? Und so hat es zeigt, es gibt wirklich ganz nette Leute hier auf Valhalla.
Und das ist zwar jetzt noch nicht so wichtig, erst mit Level 48, aber der Hammer wird mich sehr viel weiterbringen. Ja. Also ums Kind dann im nächsten Part. Sorry, der Part ist zu Ende. Aber im nächsten Part dann Questen, umskillen und vielleicht Fortschlachten machen oder Ding belagen. Mauer. Je nachdem. Also tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye.